Es gibt den MG5 und den MG4. Und das ist der MG3, ein Auto, mit dem MG komplett gegen den Strom schwimmt. Weil während andere Hersteller sich aus dem Kleinwagensegment verabschieden und sich rein auf die Elektromobilität fokussieren, kommt MG und bringt einen Kleinwagen mit Verbrennerunterstützung. Und was der MG3 kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Der kleine MG misst 4 Meter und 11 Zentimeter. Damit passt er gerade noch ins sogenannte B-Segment, ist also ein echter Cityflitzer. Die Karosserie ist dezent, aber mit sportlichem Beigeschmack gestaltet. Auffallend ist der große Kühlerschlund, der entfernt an einen Hai erinnert. Stilvoll das Felgendesign. Im Inneren kombiniert MG klassische Knöpfe mit einem modernen 10,25 Zoll großen Touchbildschirm. Über diesen wird unter anderem die Klimaanlage eingestellt. Die Bedienung selbst ist logisch und intuitiv. Auch die Armaturen sind auf einem kleinen Bildschirm dargestellt. Absolut gesehen sind die Materialien in Ordnung. Hier und da haben wir einfaches Hartplastik, aber relativ zum Preis, und zu dem kommen wir später noch, da ist das absolut okay, ist wirklich gut, zumal die Materialien an sich auch gut verarbeitet sind und man hat ihnen eine angenehme Struktur gegeben. Das passt also. Platz hat der kleine MG genug. Und zwar nicht nur auf beiden Sitzreihen, sondern auch im Kofferraum. Knapp 300 Liter Kofferraumvolumen sind lobenswert. Dass die Rückbank nur zur Gänze umgeklappt werden kann, weniger. Der MG3 ist ein Vollhybrid, das heißt, man muss ihn nicht laden. Der Akku, der mit 1,83 Kilowattstunden vergleichsweise groß ist, wird geladen durch Bremsvorgänge und durchs Bergabfahren. Und dieser Strom, der kommt zum Elektromotor und der ist übrigens genau 100 kW, also 136 PS stark. Aber das ist auch nur die eine Hälfte vom Antrieb. Auf der anderen Seite, da ist ein 102 PS starker Benziner und gemeinsam leisten die Motoren 192 PS. Warum nicht 238? Ganz einfach, weil nicht beide Motoren zur selben Zeit ihre jeweilige Spitzenleistung erbringen können. Naja, und diese 192 PS, die kommen, sehr spannend, über ein Dreigang-Automatikgetriebe an die Vorderachse und dort geben sie richtig Gas. In nur 8 Sekunden beschleunigt der MG3 von 0 auf 100. Omnipräsent und sehr unterhaltsam ist der elektrische Schub. Primär dient der Hybridantrieb aber der Effizienz. Hat die Batterie Energie, hat der Verbrennungsmotor Pause. So fährt man einen Großteil der Strecke rein elektrisch. Im Durchschnitt gibt MG einen Verbrauch von 4,4 Litern Benzin auf 100 Kilometer an. Das Fahrwerk ist schon straff und das Handling ist gut und damit macht der MG3 auch in der Kurve Freude. Gut. Wirklich viel Gewicht muss der Kleine nicht ums Eck wuchten, denn er wiegt nur rund 1,3 Tonnen. Und das ist angesichts des komplexen Antriebs, der Batterien, der Motoren, der ganzen Sicherheitstechnik ein echt respektabler Wert. Der MG3 brilliert bei den Assistenzsystemen. Vom Querverkehrswarner über einen automatischen Notbremsassistent bis hin zum teilautonomen Fahren, nur um ein paar Funktionen zu nennen. Außerdem hilft die 360-Grad-Kamera beim Einparken. Diese gehört wie viele weitere Sicherheits- und Komfortfeatures bei der Ausstattungsvariante Luxury zum Serienumfang. Insgesamt ist der MG3 also ein rundes Gesamtpaket, das den Weg in die heimische Garage zum vergleichsweise schmalen Taler findet. So wie er hier steht, also voll ausgestattet, kostet er rund 23.000 Euro. Und auch bei den laufenden Kosten ist er kein teures Vergnügen. Trotz fast 200 PS. Naja, als Berechnungsgrundlage für die leistungsbezogene Versicherungssteuer wird eben nur der Benziner genommen und der hat 102 PS. Also sparen, ja bitte, aber mit einer ordentlichen Portion Freude.